Was geht ab, Freunde? Schön, dass ihr eingeschaltet habt und dieses Video heute ist für mich persönlich auch ein kleines bisschen wichtig, ja, weil ich bin momentan so an dem Punkt, wo ich sage, irgendwie muss ich jetzt doch nochmal meinen Maul aufmachen, einfach nicht um mich zu beschweren, auch nicht um mich zu rechtfertigen, ja, sondern auch einfach für meine aktiven Zuschauer draußen, damit die einfach mal wissen, was gerade so in mir abgeht. Und ich sag's von vornherein, ihr könnt gerne unter dem Video diskutieren, aber guckt euch das Video, wenn, dann bis zu Ende an, damit nicht irgendwelche Fragen oder irgendwelche Sachen aufkommen, die ich später im Video beantworte. Das passiert nämlich häufig, von daher sage ich das direkt jetzt an erster Stelle mal. Fangen wir einfach mal damit an, dass ich da was dazu sage, warum aktuell so unregelmäßig Videos kommen. Diejenigen, die ein bisschen aktiv auf YouTube unterwegs sind, kriegen so ein bisschen auch die Veränderung von YouTube aktuell mit, wenn man so in die Trends guckt, wenn man sich so Sachen anguckt, die von anderen YouTubern kommen bezüglich Monetarisierung von Videos. Und da muss ich an dieser Stelle Real Talk einfach mal ganz ehrlich sagen, momentan finde ich YouTube hart zum Kotzen. Ich bin weiß Gott niemand, der sich über die Trends beschwert und nach dem Motto so, oh, warum bin ich nicht in den Trends, alles ist so scheiße, sondern ich finde einfach das, was in den Trends ist und das, wie YouTube seine Richtlinien aufstellt, passt für mich einfach null zusammen. Begonnen damit, dass YouTube jetzt auch bei mir anfängt, einfach Videos zu entmonetarisieren, weil zum Beispiel von einem Counter-Strike, was hier nebenher läuft, einfach der Content nicht familienfreundlich ist, was Schwachsinn ist, weil in den Richtlinien steht, dass Gewalt in Videospielen grundsätzlich erlaubt ist, denke ich mir einfach so fucking random. Dann die erste Folge Happy Wheels, die ich letztens wieder gebracht habe, voll monetarisiert. Die zweite Folge, die ich gebracht habe, wieder nicht, wo ich mir denke, fickt euch einfach. Nicht, dass ich mit YouTube ohnehin viel Geld machen würde, das predige ich eigentlich Tag und Nacht, egal wer irgendwie mich darauf anspricht, ja. Also YouTube bringt sowieso mittlerweile immer weniger Geld. Weswegen ich meistens auch so eine Krawatte kriege, wenn irgendwelche Leute sagen, du lädst ja nur noch Videos hoch, weil du Geld haben willst. Alter, von dem Geld, von dem Video, kann ich mir eine Flasche, ja, Apfelschorle kaufen. Und das war's. Wenn ich jetzt wirklich auf Krampf Geld von YouTube haben will, ja, dann würde ich jetzt täglich 5 Videos hochladen, auf die ich wahrscheinlich alle keinen Bock hätte und spätestens dann würdet ihr merken, dass ich YouTube nur noch wegen Knete mache. Aber soll ich euch ganz ehrlich was sagen? Ich weiß, dass es bei YouTube mittlerweile so läuft. Aber ich scheiß drauf. Ich lade trotzdem dann Videos hoch, wenn ich Bock darauf habe. Wenn ich irgendwann nicht mehr von YouTube leben kann, okay, dann mache ich einen Job. Daher an dieser Stelle an alle, die sich gerade fragen, warum nicht so viele Videos kommen. Ich habe nach wie vor extrem viel Spaß an YouTube. Meine Kochvideos, die Autovideos mit Benjamin, die demnächst auch weitergehen werden. Zwischendurch mal ein bisschen Gaming, ein Vlog, das macht mir alles mega Laune. Aber ich lasse mir halt einfach Zeit und sage, ich lade was hoch, wenn ich Bock habe. Ich finde, das ist doch das Realste, was man machen kann. Wenn man Videos macht, wenn man Lust drauf hat. Und nicht, weil man gerade Money braucht. Daher einen fetten Dank, ernsthaft, an alle da draußen, die mich weiterhin supporten. Natürlich kann ich verstehen, dass das manchmal doof ist, wenn nicht jeden Tag ein Video kommt oder so. Aber es ist einfach gerade eine Phase, wo mich YouTube einfach ein bisschen annervt. Es kann auch wieder vorbeigehen. Dann kommen wieder alle 2 Tage Videos. Aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, wenn ich jetzt anfange, auf Krampf Videos zu machen, dann werdet ihr erst recht anfangen, rumzumeckern, dass es alles irgendwie scheiße ist. Und da gehe ich auch auf den nächsten Punkt ein, weil ich ja in letzter Zeit auch häufig immer lese, Hardy, ja, war wohl eine Scheißentscheidung von PietSmiet wegzugehen, du verlierst ja Abos und so weiter und so fort. Nee, da sage ich ganz ehrlich, so wahr ich hier sitze, ich würde die Entscheidung genauso treffen. Nicht, dass jetzt wieder irgendjemand was reininterpretiert, dass wir uns hassen. Sondern ich würde die Entscheidung, mein eigener Herr zu sein, exakt nochmal genauso treffen. Dass ich jetzt gerade Abos verliere, ist völlig in Ordnung, weil es gibt genug Leute da draußen, die einfach nur darauf warten, dass wieder ein Video mit den Jungs kommt und da sie merken, dass das nicht passiert, deabonnieren sie jetzt. Ist für mich in Ordnung. Daher auch die Ansage an alle die, die sagen, boah, Hardy, du bist so 0815 geworden, du machst nur noch Autovideos, Vlogs, Kochvideos, wo ist der Hardy von 2012? Da sage ich ganz ehrlich, ihr habt 2 Möglichkeiten. Wenn ihr den Zocker-Hardy haben wollt, dann gibt es erstens meinen 2. Channel und zweitens gibt es Twitch. Auf Twitch bin ich mittlerweile sehr aktiv. Wenn ihr Bock habt, schaut einfach vorbei. Da zocke ich mit meinem Kollegen Marco, Counter-Strike, PUBG, egal was, worauf ihr halt Bock habt. Wenn ihr da Bock drauf habt, dann schaut da vorbei. Zweite Möglichkeit, ihr deabonniert mich einfach. Tut euch selbst und mir einen Gefallen und schreibt mir nicht ständig in die Kommentare, du hast dich so verändert, der Hardy von damals war besser. Okay,
dann geht auf den Channel von den Jungs und guckt euch alte Videos an. Aber wenn ich euch nicht mehr gefalle, dann deabonniert mich einfach. Das ist nicht abgehoben gemeint, aber es bringt weder euch noch mir was, weil ich werde nie wieder so sein wie früher. Mir macht dieses ganze Drumherum noch so viel Spaß. Instagram, Twitch aktuell extrem. Zwischendurch mal wieder ein Gaming-Video reinhauen. Wie gesagt, ich habe noch super viel Spaß an der ganzen Geschichte. Was mir aber den Spaß nimmt, sind ewig die gleichen Kommentare. Geh zurück zu Pizmeet, früher warst du besser, bla bla bla. Das bringt keinem was. Vor allem kann ich es ohnehin nicht allen recht machen, das will ich auch nicht, weil erst schreien alle nach danach, dass ich ein Happy Wheels Video machen soll, mal wieder. Dann mache ich eins, dann wird rumgemeckert, ist ja gar nicht mehr so wie früher. Welch Wunder! Aber trotzdem gefällt's vielen. Und genau für die Leute, für euch da draußen, denen das gefällt, für diejenigen mache ich das. Von daher komme ich jetzt auch auf eine Sache zu sprechen, die mir sowohl bei Twitch aufgefallen ist, als auch bei YouTube. Am Anfang dachte ich mir, scheiß drauf, du ignorierst es einfach, weil es bringt sowieso nichts. Ich würde mit dem Mund fusselig reden, die Leute würden es einfach nicht kapieren. Aber irgendwann muss ich auch einfach sagen, meistens ist Feierabend. Daher, das, was ich jetzt sage, darauf könnt ihr euch beziehen. Und das könnt ihr für mich auch unter jedem Kommentar schreiben, den ihr seht. Die Jungs von Pizmeet und ich haben keinen Kontakt mehr. Weder auf WhatsApp, noch Facebook, noch Telefonate, noch im Real Life, noch sonst irgendwo. Außerdem sind keine gemeinsamen Videos geplant. Weder jetzt, noch in Zukunft. Nein. Also, auch die Sache geht zurück zu Pizmeet. Nein, werde ich nicht tun. Ich weiß, das wird einigen nicht schmecken und das wird auch dir Abos hageln, aber das ist völlig in Ordnung, weil ich muss einfach mal Tacheles und Real Talk reden. Wir haben uns nicht zerstritten an dieser Stelle. Wir haben uns nicht zerstritten. Es war mein eigener Wunsch und jeder von euch, der später mal einen Job haben wird, und das schwöre ich euch, ich bin mir zu 99% sicher, wird das irgendwann nachvollziehen können. Es war mein Wunsch nach Unabhängigkeit und nach Selbstständigkeit. Keine Verschwörungstheorien, nichts. Das ist alles. Natürlich wird jetzt auch die Frage kommen, aber warum macht ihr dann nicht trotzdem was zusammen? Wenn ihr mal älter werdet oder vielleicht hat der eine oder andere schon Erfahrung damit. Menschen leben sich auseinander. Wir haben uns geschäftlich, sagen wir, getrennt. Ich habe meinen Job dort gekündigt. Und wenn das passiert, dass sich Menschen dadurch auseinanderleben, dann ist das das Normalste von der Welt. Es ist traurig, ja, und ich gucke mir hin und wieder auch alte Videos von uns an, einfach weil es geil war, ja. Aber das passiert. Von daher sage ich ganz ehrlich an dieser Stelle, ich möchte nach vorne schauen. Ich bin nach wie vor ich, auch wenn ich nicht mehr der Spasti von 2012 bin. Aber ich freue mich über jeden, der meine Videos gerne guckt und mich supportet. Jeder, der da keine Lust drauf hat. Wie gesagt, Hashtag no abgehoben, aber dann müssen sich unsere Wege trennen, so einfach ist das. Nichtsdestotrotz freue ich mich über jeden, der dabei bleibt. So, das musste ich mir jetzt einfach mal von der Seele reden. Bei mir persönlich tut es auch gut, ja, weil ich weiß, dass ihr, meine Follower da draußen, ja auch gerne mal wissen wollt, wie es bei mir in meinem Köpfchen abgeht. Ich kann einfach nur sagen, es wird in Zukunft natürlich wieder regelmäßiger Videos geben. Momentan kackt mich YouTube einfach nur ein bisschen an. Von daher, ihr seid herzlich eingeladen, bei Twitch vorbeizuschauen, wenn ihr Bock auf Games habt. Macht's einfach. Also bis jetzt waren die Streams immer geil, wir hatten super viel Spaß. Von daher, ihr seid mega herzlich eingeladen. Und ansonsten danke ich euch nach wie vor fürs Zuschauen, für euren Support. Mega fetten Dank. Mir macht die ganze Sache, wie gesagt, immer noch extrem viel Spaß. Und ansonsten, ja, sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder. Wird wahrscheinlich wieder ein Kochvideo. Mit Benjamin treffe ich mich jetzt auch wieder. Also, es wird mal wieder ein bisschen geiler Scheiß folgen. Also, haut rein.